Guten Abend. Wenn man Karriere macht, ist immer die Frage, wie lange sie hält. Wenn man ein Image bekommt, ist es die Frage, ob es mit der Wirklichkeit übereinstimmt. Die dritte Frage ist dann, wie wird ein Mensch damit fertig, der in den letzten Jahren zwischen Hoch und Tief eine ganz beachtliche Fallhöhe überlebt hat. Herzlich willkommen, Roy Black. Bleiben wir gleich bei dem Image, lieber Roy. Jo. Es war ja auf jeden Fall mal Sunny Boy, heile Welt, Optimist. Ist in den vergangenen Jahren aus dem, Anführungsstrichelchen, Märchenprinzen Roy Black ein Zyniker geworden? Ja, doch, manchmal bin ich zynisch. Manchmal bin ich zynisch, das stimmt. Einfach, um mich selber zu schützen auch. Ich habe manchmal das Gefühl, dass Zynismus eine Form von enttäuschtem Idealismus sein kann. Es kann auch Selbstmitleid sein, aber manchmal ist es auch enttäuschter Idealismus. Notwehr? Notwehr. Fallschirm dagegen? Ungefähr, ja. Ich habe von der Fallhöhe gesprochen, die du überlebt hast. Wir kommen sicher noch auf die einzelnen Details. Bleiben wir bei dem Image. War es erfunden? Ja. War es selbst konstruiert oder war es erfunden so wie der, sagen wir nicht falsche, sondern der andere Name? Roy Black ist ein bisschen ganz in Weiß. Und das ist ein Problem für mich. Ich habe ganz in Weiß gesungen, da war ich 22. Ich habe selbst nicht ans Heiraten gedacht zu der Zeit. Das Lied selbst habe ich eigentlich zu der Zeit nicht empfunden. Aber ich war das Medium für diesen Titel. Und dieser Titel hat mich geprägt. Er hat aus einem Oberschüler, Abitur, Rock'n'Roll-Sänger in amerikanischen Clubs, hat er plötzlich einen deutschen Schnulzensänger gemacht. Das ist schon eine ziemliche Aussage, einen Schnulzensänger. Das ist ja normalerweise, eine Beschimpfung. Ja, bei uns ist es eine Beschimpfung. In dem Sinne hast du es ja wohl nicht gemeint. Nein, ich gehe darauf zu, weil ich... Du hast aber gerade gesagt, Roy Black war ganz in Weiß. Wie war das denn mit dem Gerhard Höllerich? War der auch ganz in Weiß oder war der ganz in Schwarz? Nein, also ich, wie soll ich das sagen? Ich habe genossen, plötzlich bekannt zu werden. Ich, als anonymes Bürgerkind, das ich war, mit wenig Taschengeld. Das erste Geld kam dann eben mit diesen amerikanischen Clubs. Das war schon relativ viel. Damals war der Dollar noch 4 Mark wert. Und da habe ich gemerkt, was Geld überhaupt bedeutet. Wurdest du in Dollar bezahlt? In den Clubs damals, ja. Oh, das war natürlich gut. Das ist die Kehrseite von heute. Die Jungs, die tun mir leid, die heute in Dollar bezahlt werden. da war nicht mehr viel. Kann man daraus entnehmen, also der Gerd Höllerich, war der zu schwach, sich gegen das zu wehren, was man ihm da aufgepfropft hat? Oder hat er das Ganze als gute Gelegenheit genommen, um aus diesem, wie hast du gesagt, anonymen Bürgerkind ein, ja, was zu werden, ein Star? Es hat mich fasziniert. Es hat mich einfach fasziniert, aus dieser Anonymität rauszutreten. Es war plötzlich Geld da, es war ein Bekanntheitsgrad da. Man kommt in ein Lokal und man kriegt einen Tisch und man wird erkannt. Und es tut wahnsinnig gut alles am Anfang. Das passiert ja aber einem Rock'n'Roll-Sänger auch. Mhm. Nur der Rock'n'Roll ist, glaube ich, eine andere Kragenweite auf jeden Fall. Wir wollen mal nicht in die qualitative Schublade jetzt abschieben. Das eine gehört dahin, das andere dahin. Du hast mich noch nie gehört. Mich interessiert aber die eigene Zuwendung zu dem, wenn man sagt, gut, also das ist jetzt der Anzug, den man mir angezogen hat, ganz in Weiß. Das ist auch jetzt meine Erscheinungsform nach außen. Aber damit war ja der Rock'n'Roll aus dem Gerd Höllerich nicht entschwunden, sondern dem gehörte ja wahrscheinlich mehr die innere künstlerische Liebe als dem ganz in Weiß. Es war ein Bruch für mich. Ich muss ganz ehrlich sein, ich habe ja da in den Clubs nur Englisch gesungen. Ja. Und auf einmal kamen deutsche Texte. Und zuerst hat der Produzent, der mich gesehen hat, in diesen Clubs singen gesehen hat und gehört hat, der hat zunächst versucht, das schon zu übertragen. Er hat deutsche Texte gebracht und hat dann so ein bisschen so einen Zickenrock dazu gemacht. Also so
deutschen Rhythmus dazu. Und was das ging schief. Wie heißt das? So, Zickenrock. Terminologie ist ja Zickenrock. Gut. Und das ging schief, weil es klang einfach nicht. Es ist nicht zu übertragen in dem Sinne. Und wir haben, das weiß ja keiner, ich habe ja ein paar Platten vorher gemacht, die alle so mit schnellen Texten waren. Das ist einer hieß, wenn du mich küsst, dann bin ich happy oder so. Und das ist aber nicht unbedingt Rock. Ne? Also er dachte, es ist Rock, der mich damals produziert hat. Und da kam noch eins, es waren immer so, Darling, my love, also es waren immer so Amerikanismen drin im Text, aber es war dann deutsch gemacht. Und das kam nun absolut nicht an und es waren alles Flops. Und ich war längst auf der Uni hier in München eingeschrieben. Und auf einmal kam ihm ein Telegramm, ein Anruf, ich soll doch noch mal kommen. Er hat also nicht aufgegeben und dann kam das Lied, Du bist nicht allein. Und danach kam Ganz in Weiß. Und mit diesen beiden Liedern war meine Schiene für den deutschen Schlagermarkt gelegt. An der Uni eingeschrieben, für was? Betriebswirtschaft, BVL, habe ich angefangen. Paar Scheine gemacht und dann... Aber wir sind die meiste Zeit im Biergarten gesetzt, wenn ich ganz ehrlich bin. Naja, das ist halt eine andere Form von Betriebswirtschaft. Ne? Mit der Betonung auf Wirtschaft und ein bisschen weniger auf Betrieb. Und richtig, ja. In deinem Beruf war dann die Betonung auf den Betrieb und ein bisschen weniger auf Wirtschaft. Weiß oder auch auf das Wirtschaftliche. Wenn jemand BVL studiert, ist es... Bleiben wir doch in der trocken. Zeit. Der Aufstieg war rasant. Der war richtig steil und nur ein solcher steiler Aufstieg in große Höhen birgt natürlich die Gefahr in sich, dass man auch relativ von hoch runter auf die Schnauze fällt. Aber das kam ja nicht so schnell. Ich möchte ganz gerne einige Stationen von dir hören. Aus diesem steilen Aufstieg nach oben. Wie war denn das da in der Höhenluft? Ja, es war für mich selber unheimlich verwunderlich. Es ging eigentlich nach den ersten Flops ging es wahnsinnig schnell nach oben. Und dann habe ich gedacht, das kann nicht gut gehen. Das ist aber doch schon eigentlich eine Ausnahmeerscheinung, dass es nach Flops nach oben geht. Es kommt ja doch meistens erst ein überraschender steiler Aufstieg und dann kommen ein paar Flops hinterher. Und nein, das kam später. Die Flops kamen später. Dann geht's. Also zuerst waren Flops und dann... Ja, nur, wenn man vergleicht mit ein paar anderen Kollegen, ich weiß nicht, aber man sagt von Udo Jürgen, sagt, man hätte 10 Jahre erst mal gewerkelt und gemacht, bis er nach oben kam. Das ist richtig. Bei mir ging es relativ schnell. Ich hatte Abitur, habe in der Zeit da vor Fun gesungen. Dann kamen diese 2 oder 3 schlecht gemachten Pseudo-Rock-Dinger, die keiner mehr kennt, auch niemand kennengelernt hat. Und dann kam Du bist nicht allein, ganz in Weiß, und dann ging das weiter. Der Udo überrascht ja seine Fans, die nicht gering sind, wie wir alle wissen, mit der Mitteilung, dass man ihm vorher quasi von der Bühne runtergepfiffen und runtergebrüllt hat und gesagt hat, wir wollen den nicht sehen, weg damit, ist dir das je passiert? Nein, weil ich hatte diese Zeit, ich weiß nicht, in dem Club war ich Angestellter und dann kamen die, und dann wurde ich getragen von den Plattenerfolgen. Das Du bist nicht allein kam raus. Es wusste keiner, wer Roy Black ist. Roy Black heiße ich übrigens, weil ich in den Ami-Clubs gesungen habe. Dieser amerikanische Name ist nur wegen der Clubs gemacht worden. Und der ist dann übernommen worden auf die deutschen Platten. Und keiner wusste, wer das ist. Und nur das Lied wurde gehört und kam an. Und erst bei Ganz in Weiß, glaube ich, haben die Leute das Gesicht dann auch dazu gesehen.